Auch in Season 3 wird wieder ein Fisch eingeworfen, um die Toplane zu rocken. Denn auch wenn durch Season 3 AD Fizz zerstört wurde, ist Kimimoto jetzt back mit OP Toplane Split Push Hybrid Fizz. Ich bin Kimimoto LP und das ist mein Fizz Guide. Fisch, Fisch, Fisch! So, da ich bereits schon mal einen Fizz Guide hatte, wollte ich jetzt eigentlich nicht die Skills nochmal neu erklären, sondern auf den vorherigen Guide hinweisen, insofern sich die Skills nicht schwerwiegend verändert haben. Allerdings hatte ich das bei meinem ersten Guide noch nicht gemacht alles und darum werde ich euch jetzt doch die Skills erklären. Also fangen wir direkt mit der Passiven an, Nippelfighter. Fizz kollidiert nicht mit feindlichen Minions und außerdem erhält er von jeglichen Basic Attacks reduzierten Schaden. Fizz Q-Spell ist Urine Strike. Fizz Dash durch sein Target, also rein und wieder raus, macht dabei sein AD als Damage plus extra Magic Damage. Außerdem werden On-Hit-Effekte sofort aktiviert. Darüber hinaus dasht Fizz immer über die volle angezeigte Reichweite, egal wie nah ihr an eurem Feind dran seid. Mit der Passiven seines W-Spells macht Fizz Magic Damage over Time basierend auf den eigenen AP und den fehlenden Leben des Gegners. Und als ob das noch nicht penetrierend genug wäre, fügt ihr bei Aktivierung noch einmal extra Magic Damage pro Hit zu und reduziert jegliche einkommende Heilung. Kommen wir zum E-Spell. Fizz springt auf seinen Stab und ist kurzweilig nicht angreifbar. Daraufhin kommt er zurück auf den Boden der Tatsachen, verursacht magischen Schaden und slowt seine Feinde. Außerdem kann er den Skill auf seinem Stab erneut aktivieren, um weiterzuspringen, jedoch ist der Hitradius beim Aufkommen dann kleiner und slowt nicht. Womit wir bei der Ulti wären? Ihr könnt euch denken, auf was für einen Namen ich da gekommen wäre. Beginnen wir mit der Passiven. Sie hat keine. Die Aktive ist dafür allerdings umso stärker. Denn Gist schießt einen starken Zauberfisch an gewählte Positionen. Wird ein Champion getroffen, so wird er geslowt, bis der Hai kommt, um ihn zu snacken. Umstehende Feinde erhalten einen Knockback. Des Weiteren fliegt der Hai genau dahin, wo man hinklickt, was meiner Meinung nach Schwachsinn ist, da man ihn eigentlich immer am Ende der Range schießt, aber naja, was soll's. Solltet ihr verfehlen, so bleibt der Hai am Boden der Tatsachen und kann sich immer noch an einen Champion heften, wenn dieser drüber läuft. Um euch die Spielweise von OP Top Lane Split Push Hybrid fürs näher zu bringen, werde ich euch erstmal erklären, wie ich auf den Namen gekommen bin. OP! Top Lane. Na? War das stumpf? Split Push. Aber Kimimoto, warum nennst du es denn Split Push? Du kaufst doch nicht mal Hydra. Nun ja, mein lieber Abonnent. Ich nenne das einfach so, weil ich einfach immer mein Toplane kaputt mache und immer weiter push und mich einfach nicht ganken lassen kann. Hybrid. Ja, warum jetzt Hybrid Fizz, wo ich AD Fizz doch so angepriesen habe? Ganz einfach durch die Changes und das Entnehmen von Bloodraiser und die Veränderung von Black Cleaver ist AD Fizz jetzt einfach nicht mehr so geil und da habe ich mit Hybrid Fizz eigentlich eine gute Alternative geschaffen. Fizz. 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 Keine Ahnung. Kommen wir zur Landing Phase. Im Vergleich zu früher könnt ihr jetzt nicht mehr so einfach ausrasten mit Fizz, allerdings ist nach den ersten paar Leveln das Resultat dasselbe. Oh mein Gott! Well played. Wieder einmal heißt es, sich die Kills auf jeden Fall zu holen, wenn man weiß, dass man sie bekommt. Egal wie weit man dafür chasen muss. Einfach nur, um dem Feind zu zeigen, dass er keine Rechte hat. Was sieht euer feindlicher Toplaner auf einem weißen Blatt Papier? Seine Rechte! Brumts! Good job! Das könnte ich jetzt noch lange weiter zeigen, aber ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine. Ich maximiere übrigens zuerst den W, dann den Q und dann den E. Den Q vor dem E einfach aus dem Grund, da ihr den E im Early, wo ihr noch auf AD geht, ausschließlich als Escape braucht und nur im Notfall zum Engagement benutzen solltet.
Nämlich, wenn ihr euch hundertprozentig sicher seid, dass ihr den Kill bekommt. Oh Gott, ich bin so gut. Ich bin so gut. Wenn eure Lane gepusht ist und ihr aus gewissen Gründen nicht den feindlichen Tower weitermachen könnt, könnt ihr genauso gut Mitte ganken gehen. Im Late Game ist nicht mehr allzu viel zu beachten. Aufgrund eures nun eher AP-lastigen Item-Builds könnt ihr schnell viel Schaden machen, habt aber immer noch Lifesteal und Attack-Speed, wodurch ihr auch länger bei der Sache bleiben könnt. Es ist euch überlassen, ob ihr jetzt lieber im Team bleibt oder weiter Split pusht. Hier zum Beispiel groupt mein Team Toplane und erregt somit die Aufmerksamkeit der Feinde. Lediglich ihr AD-Carry versucht mich am Pushen zu hindern, ist jedoch kein sonderlich großes Hindernis und wir können das Game beenden. Kommen wir zum Itembild. Ich habe mir wirklich sehr lange Gedanken über dieses Itembild gemacht. Und als ich dann irgendwie drauf gekommen bin, habe ich es gleich first time am Ranked ausprobiert. Hab gewonnen, also dachte ich mir, so scheiße kann es nicht sein. Full AD könnt ihr vergessen, was ist. Early Midgame ist das noch echt geil. Vor allem Early Game, aber im Endgame ist es einfach nur noch Dreck und ihr könnt nichts mehr machen als AD fürs in Season 3. Deshalb bin ich jetzt auf Hybrid gegangen, das heißt eigentlich nur so viel wie ich gehe Early. Starte ich mit einer Doran's Blade oder zwei und Schuhen, Attack Speed Schuhen und gehe dann instant auf Blade of the Rune King. Und ab da wird es eigentlich schon AP und ich passe mich schon den Feinden entsprechend an. Denn auch da müsst ihr euch bereits entscheiden, ob ihr auf Lianris geht und euch erstmal Haunting Geist kauft oder auf Abyssal Scepter und euch erstmal einen Negatron Mantel holt. Ich empfehle Lianris. Allerdings ist Abyssal Scepter bei einem starken AP-Feind auf der Toplane unumgänglich. Ich würde mit diesen Items dann jedoch nicht direkt ausbauen, sondern erstmal auf Lichbane gehen, ein weiteres Core-Item. Ab da könnt ihr euch jetzt auch schon in beliebiger Reihenfolge bzw. den Gegnern entsprechend zu Ende kaufen. Es ist dann euch überlassen, ob ihr euch zuerst Abyssal Scepter bzw. Lianris zu Ende baut, dann euch Deathfire Grasp oder Zhonya's Hourglass holt, je nachdem ob ihr mehr Damage machen wollt oder mehr aushalten wollt, weil ihr starke AD-Feinde habt. Zika's Armguard zum Beispiel würde ich mir sogar noch vor Blade of the Wound King haben holen, wenn ihr eine extrem starke AD-Lane-Top habt. Sowas wie zum Beispiel einen Pantheon, der mit Triple Dorans anfängt und euch einfach nur kaputt haut. Zu guter Letzt dann noch Rabadons. Dann habe ich noch ein paar unerprobte Items für euch, wie zum Beispiel Iceborn Gauntlet, was ich mir eigentlich ganz cool vorstelle. Ich hatte aber selbst noch keine Lust dazu, das auszuprobieren, einfach weil ich so gut wie nur Ranked gespielt habe und das muss man nicht instant im Ranked ausprobieren, ne? Gut, ganz am Ende habe ich mir überlegt, anstatt Berserker Greaves und Blade of the Rune King, mir dann Sorcerer Boots und Nashor's Tooth zu holen, um dann voll auf AP zu gehen, aber mit Nashor's Tooth zum Beispiel noch schöne Attack Speed zu haben. Wie gesagt, das ist unerprobt, aber man könnte es ja mal ausprobieren. Ich stelle es mir zumindest nicht schlecht vor. Bei den Masteries benutze ich 2109, wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, aber es sollte irgendwie was in der Richtung so werden, wie ihr das da sehen könnt. Ja, wie gesagt, ich war mir nicht ganz sicher, weil ich Early halt den AD-Vorteil brauche, aber Endgame eigentlich AP und... Müsst ihr mal ausprobieren. Und bei den Runen benutze ich meine normale AD-Seite. Flat AD Quinns und Marks, Flat Armor Seals und Flat Magic Resist Glyphs. Das war mein Fist Guide in Season 3. Wenn euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, welchen Champ ihr als nächstes sehen wollt. Und wenn ihr keinen meiner Guides verpassen und mich unterstützen wollt, abonniert mich. Außerdem möchte ich Farnes für den Skin danken, den er mir geschenkt hat. Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, ob das Ganze wirklich funktioniert, meiner Meinung nach ist OP Toplane Split Push Hybrid Fist problemlos bis Gold Elo spielbar. Und nun lasst das Gehate beginnen. Ihr könnt auf dem Bildschirm meinen letzten Guides und den Fist Guide aus Season 2 sehen, falls ihr diesen noch nicht kennt. Sollte man gesehen haben, wenn man dieses Video schon guckt. Alle Playlists zu meinen Guides findet ihr in der Videobeschreibung. Das war's von mir, ich bin raus, bis zum nächsten Mal.
Fick dich, Darius.